Also du hast jetzt so wahrscheinlich die begehrteste und seltenste Flasche hier auf der Final Spirits, weil die gibt es heute nur einmal. Und wenn die leer ist, ist sie leer. Der Winterstorm von Glenfiddich, kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen? Ja, das kann ich sehr gerne. Also es ist unser neuestes Produkt von unserer Experimental Series. Wir hatten im letzten Jahr, beziehungsweise das Jahr davor, uns ja diese sehr, sehr experimentelle Serie ausgedacht mit verschiedenen Kreationen, die so ein bisschen das widerspiegeln, was wir über die Jahre halt auch schon vorgezeigt haben. Das heißt, wir haben immer für Kreativität, Innovation gestanden, neue Sachen mit in die Whisky-Branche mit reingebracht und demzufolge haben wir als Hommage an diese Zeiten diese Experimental Series ins Leben gerufen. Das ist jetzt Experiment Nummer 3 und ein limitiertes Experiment. Während die ersten beiden, Project 20 und IB, nicht limitiert waren, ist das jetzt wirklich sehr limitiert. Wie du schon gesagt hast, auch sehr selten natürlich heute auf der Messe. Ich denke, dass wir vielleicht dann für später auch noch ein Fläschchen haben, bin ich mir sicher. Und hier handelt sich es dabei, dass wir eine Kooperation umgesetzt haben mit einem kanadischen Eisweinproduzenten. Das Weingut heißt Peller Estate. Ist ein bisschen ungarischen Ursprungs, das heißt, die Ungarn, die das damals in Kanada eröffnet haben, die hatten schon zu der damaligen Zeit so ein bisschen auch den Traum, Wein in Kanada bekannt zu machen. Das war eher was Seltenes, auch in Kanada, das Thema Wein. Und man hat sich dann da niedergelassen, in der Nähe von Niagara, und hat halt dieses Weingut ins Leben gerufen, aufgebaut und sich dann immer mehr auch dem Thema Eiswein gewidmet. Und wir haben das über meine Kollegin, die Beth Severs, Brand Ambassadorin von Kanada, haben wir das halt mitbekommen, dass da was existiert in diesem Sinne. Wir haben gesagt, wir wollen da einen Finish mitmachen. Und da ist unser Maltmaster, der Brian Kinsman, rübergeflogen, hat zusammen mit dem Winemaker von dem Peller Estate Eiswein gelesen, die ganze Prozedur mitgemacht, also auch die Herstellung halt miterlebt, bei minus 10 Grad nachts quasi die Trauben geerntet und so weiter und so fort, hat verschiedene Weine probiert und hat dann festgestellt, dass eben die Vidal Trauben und die Cabernet Franc Trauben mit am besten passen zu unserem Whisky. Dann haben wir die Eisweinfässer aus französischer Eiche nach Schottland einfliegen lassen oder einschiffen lassen, mehr oder weniger. Wir lassen sie alles per Schiff anliefern. Haben dann unseren Whisky reingetan, 100% amerikanische Eiche. Also hier ist keine europäische Eiche im Spiel, was eigentlich für Glenfiddich mehr oder weniger immer mit irgendwo auch eine gewisse Gewichtung hat. 100% amerikanische Eiche und nach 21 Jahren Grundreifung gehen wir nochmal für 4 Monate in eben diese französischen Eichenfässer, wo vorher dieser wunderbare, leckere, süße, vollmundige Eiswein gereift hat. Das Ergebnis ist ein sehr cremiger, sehr fruchtiger Whisky. Wie würdest du ihn beschreiben noch? Also ich finde, er passt eigentlich genau auch von den Aromen in unsere Whisky-Range. Das heißt, wir haben hier von der amerikanischen Eiche die Eleganz, wir haben die süßen Noten, wir haben in Richtung Honig ein bisschen was da, wir haben natürlich auch ganz klassisch Vanille, wir haben so ein bisschen florale Noten mit dabei, süße, sehr, 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 sehr schmeichelhafte Süße, und wir haben vom Eiswein dann auch so ein bisschen diese fruchtigen Noten, wir haben so ein bisschen Litschi, wir haben so ein bisschen Traube, wir haben auch so, ich sag mal, wie gefrorene Früchte, das heißt, wenn der Zucker in der Frucht friert, beziehungsweise der Fruchtsaft, dann hat das eine ganz, ganz besondere Süße. Und die haben wir uns jetzt in diesem Whisky geholt. Und wir haben eine wunderschöne Farbe, muss man auch dazu sagen, in dem Whisky. Und Markus, danke für deine Erklärungen. Gerne, noch gerne. Viel Spaß hier auf der Final Spirits. Das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Dankeschön.